Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Ship Guardyard. Und zwar im Keller im Motorblock des Schiffs. Und da fangen wir doch direkt an. Wir haben natürlich keine Zeit zu verlieren. Wir wollen ja das Schiff durchboxen. Heute und morgen haben wir Zeit, hier ein bisschen weiterzumachen. Wir werden die Folgen nicht ganz so in die Länge boxen, weil ich spätestens 16.30 Uhr mit den Aufnahmen fertig sein möchte. Wir haben zwei Folgen zu machen und es ist 15.43 Uhr. Deswegen, ja, wenn es einfach normal lang und alles entspannt, alles entspannte Lage. Und so ist es, wie es ist, ne? Ja, Motorblock ist heute dran oder heute und morgen und vielleicht auch noch die ganze nächste Woche, keine Ahnung. Nächste Woche ist wieder nur eine Folge. Ihr kennt das Spiel ja, wir wechseln ja hier ein bisschen mit Notruf hin und her mit ein und zwei Folgen die Woche. Genau, so schaut's aus. So steht es geschrieben, so ist es passiert. Oder so ähnlich. Und wir haben auch schon, keine Ahnung, worauf ich jetzt hinaus wollte. Ist die letzte Aufnahme des Tages, deswegen ist eigentlich auch schon alles, was zu erzählen ist, ist schon raus. Deswegen wird es hier auch wieder bestimmt ein bisschen ruhiger wie immer, aber ist doch ganz entspannt eigentlich, oder? Man hat hier schön diese Sounds, wenn das Zeug explodiert und dann genießt man das einfach. Bam, bam, bam macht die ganze Zeit und dann passt es auch. Was willst du mehr, ne? Was willst du mehr? So, kann man hier irgendwas dran zerstören? Nee, na, da war nichts dran zu holen. Nein, aber hier. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall schon mal eine Ladung platzieren. Ich hoffe, der Fotz sieht auch alles mit weg. Bam. Wo ist das Zeug? Ah, da oben. Also voll wenig. Naja, wobei eigentlich nicht. Geht so. Wir müssen auch gleich stacken, damit es Ding checkt, dass wir stacken können. So. Und dann buffen wir hier mal ein bisschen weiter. Das Zeug weg. Hier können wir auch nichts dran machen. Hier, wa? Ich weiß bloß nicht, lohnt sich das mehr, das per Hand wegzuboxen? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wenn du das sprengst, dann werden die ganzen hochwertigen Sachen zerstört. Habe ich zumindest das Gefühl, ne? Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich denke schon, dass es so ist. Ja, ist auf jeden Fall so. Wenn du sprengst, geht es zwar schneller. Aber die ganzen teuren Sachen gehen flöten. Da ist nichts zu machen, aber hier. Aber sehr viel edles Zeug und das finde ich sehr gut, weil dann kriegen wir sehr viel Geld. Und Geld macht glücklich. So ist es einfach. So, geht schon hier oben weiter, dann geht hier drüben noch mal eine Tür weiter. Also ist ein bisschen mehr Keller tatsächlich. Ist auch ganz cool. Weil im Keller sind immer die hochwertigsten Dinge, bevor es dann in die irgendwie schon langweilig gewordenen Aufenthaltsräume von der Besatzung geht. Die sind ja eigentlich auf jedem Boot gleich. Der Keller ist immer so ein bisschen was Besonderes und außen ist auch immer geil. Wobei außen war bei dem Boot echt verwirrend. Verwirrung war verwirrt, so ungefähr war das. Ja. Aber außen haben wir gut rumgebracht. Ja, da geht es auch schon weiter, da haben wir noch ein bisschen mehr Motor, aber so groß ist der gar nicht. So, aber da kriegen wir richtig geil Material. Da ist nochmal eine kaputte Tür, ne? Dann können wir hier die Wand zerstören. Hey, wie kommen wir denn da hin, Alter? Blockiert? Sprengen? Ich denke, man kann die Tür sprengen. Können wir auch gleich mal ausprobieren.
Eine riesige Pfütze mit. Oh, eine riesige Benzinpfütze. Weil ich sehe hinten nochmal eine Tür. Ja, aber pass auf, wir machen jetzt die Pfütze weg. Und dann ballern wir. Ballern wir hier mal einfach mal was hin. Eine Ladung. Jawohl. So kriegt man die Tür auf. Boah, hier ist nochmal ein kompletter zweiter Motorraum, ne? Das ist natürlich sehr geil, aber ohne Tür da hinten. Aber ist egal. Ist egal. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Aber jetzt räumen wir erstmal hier gar leer. Da kriegen wir auch nochmal schön Edelstahl. So kommen wir der Mille immer näher, aber ich habe immer noch nicht so das Gefühl, dass wir am Ende die 1 Million haben. Irgendwie habe ich das Gefühl noch nicht so ganz. Aber naja, schauen wir mal. Ist ja alles noch offen in dem Sinne. Wir haben jetzt noch nach dem Boot noch zwei. Ich habe ein großes und ein mittleres, glaube ich. Oder waren es zwei mittlere? Ich weiß es nicht. Also es mit der Million wird auf jeden Fall knapp. Aber wie gesagt, wenn wir es schaffen, ist cool. Wenn nicht, ist mir eigentlich auch relativ wurscht. So, hier können wir nichts machen. Dann gehen wir mal hier kurz mal reingucken. Wir machen erst den Motor. Aber wir machen erstmal hier den Motor. So. Geil. Alles viel Geld, was wir da sammeln. Das ist richtig geil. Das ist richtig, richtig geil. Naja. Ah, die machen uns mit der Hand kaputt. Da kriegen wir auf jeden Fall mehr, als wenn wir die sprengen. Hoppa. So, alles spawnt immer zwar alles da oben, aber ist deutlich mehr. Dauert zwar ein bisschen länger. Aber für Road to 1 Million ist es natürlich sinnvoller, glaube ich, das einfach so zu machen. Da liegt noch so ein Ding da hinten. Boah, da liegt noch übel viel rum. Da liegt noch eins. So. Da ist nichts. Hier noch die Force. Und dann hier wieder der Motor. Bam, 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 bam. Das Ding noch. Liegt hier noch was? Nö.
Ein Steuerpanel oder ein Steuerpanel. Da ist irgendwas in der Wand verschwunden, ich hab's genau gesehen. Jetzt sind wir hier einmal runtergeglitscht. Da sind noch zwei Pfützen. Die darf man nicht vergessen. Und dann werden wir fast erstmal das Inventar ausleeren müssen, bevor wir da weitermachen. Ich glaube fast, dass wir das machen. Weil sonst kriegen wir da oben nicht alles mit. Hey, wie kommt man denn da hin, Alter? Scheiße, hab ich das verkackt jetzt? Na, dann lassen wir es zu, Alter. Also, es ist neu. Dass man da nicht hinkommt. Auf was hätte ich denn da draufsteigen können? Da komme ich doch nicht hin, Alter. Ach, keine Ahnung, Alter. So. Nochmal mit Benzin, Alter. So, bam, da. So, das hier noch. Und dann. Weil doch, das Video sag ich schon. Das Inventar können wir eigentlich voll machen. Drüben in dem anderen Raum da. Da machen wir es gar voll. Ist ja eigentlich wurscht. Ist ja auch gleich voll, ne? So, die können wir, da können wir nichts machen. Feuern wir das Ding gleich mal auf hier. Zack. Zack und Chigori. Bam, 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 bam. Ha, da kann man irgendwas machen. Ich hab's gesehen, hä? Ach so, nee, das war der Tisch. So, dann ist unser Inventar so gut wie voll. Dann mal da können wir das noch aufmachen, aber das noch weg, das noch weg und das noch weg. Das könnte alles mitgehen. Jawohl. Den Kasten noch auf und dann machen wir Inventar leer. Und morgen. Gehen wir dann danach da unten. Gehen wir, suchen wir erstmal einen Ausgang. Bam, bam, bam. War hier da? Ja, hier war der Ausgang. So, eine Treppe. Ausgang. Einmal zum Auto vor. Und dann. Dann sind wir fertig. Aber ist ja auch quasi voll. So, dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, sehen wir uns in der nächsten Folge morgen wieder. Da machen wir den Keller wahrscheinlich gar fertig. Und werden auch vielleicht sogar schon anfangen, die nächste Etage leer zu räumen. Und dann würde ich sagen, wenn es dir gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren, ihr wisst Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao.